Und jetzt der Wochendurchblick mit Florian Streibl. Liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, willkommen zum Wochendurchblick. Am Mittwoch scheiterte der Versuch der AfD, einen Landtagsvizepräsidenten zu wählen, zum 14. Mal. Das ist gut so. Zeigt es doch, dass die fraktionsübergreifende Brandmauer gegen rechts im Bayerischen Landtag steht. Ich bin mir sicher, dass sich daran auch im weiteren Verlauf der 19. Legislaturperiode nichts ändern wird. Denn eine Partei, die vom Landesverfassungsschutz beobachtet wird, kann kein Verfassungsamt übernehmen. Schließlich gehört zu den Aufgaben der Vizepräsidenten die Leitung der Plenarsitzungen und die Repräsentation des Landtags, etwa bei Delegationsreisen ins In- und Ausland. Das alles sind Aufgaben, die eine rechte Partei wie die AfD keinesfalls übernehmen darf. Denn wer verfassungsfeindliche Gesinnungen an den Tag legt, also unsere Demokratie und Freiheit abschaffen will, gehört nicht ins Parlament, sondern schlichtweg auf das Abstellgleis der Geschichte. Wir leben in einer absolut schützenswerten Demokratie und können stolz darauf sein, freie und geheime Wahlen durchzuführen, auch im Hinblick auf die Vizepräsidenten des Landtags. Allerdings muss ein Kandidat von der Mehrheit des Parlaments gewählt werden. Das ist auch beim jüngsten Wahlgang auf Antrag der AfD nicht der Fall gewesen. Faschismus bedeutet Hass, Rassismus, Antisemitismus, Xenophobie und totale ideologische Verblendung. Das dürfen wir nicht zulassen. Deshalb habe ich in den vergangenen Wochen an Kundgebungen gegen rechts teilgenommen und weiß mich einig mit Millionen von Menschen in Bayern und weit darüber hinaus, wir alle erkämpfen uns die Demokratie jeden Tag aufs Neue. Nie wieder ist jetzt, nie wieder ist immer. Bitte bleibt gesund und Gott schütze euch. Der Wochendurchblick mit Florian Streibl. Freie Wähler Landtagsfraktion.